Hi Philipp, alles klar? Warum schaust du denn so traurig? Hallo Charlie. Wir wollten doch Fußball spielen gehen. Und jetzt ist so ein blödes Wetter draußen. Ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Das ist voll okay. Ich mach die Pfütze schnell weg. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, dass mein Popo noch nässer ist. Nimm lieber das hier. Danke. Das. Aber weißt du, wir können doch trotzdem Fußball spielen gehen. Ich meine, so ein bisschen Regen hin oder her, das ist doch nicht so schlimm. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Draußen schüttet es wie aus Eimern. Philipp, du hättest mir auch ruhig sagen können, dass du Angst vor dem Sturm hast. Angst? Ich hab doch keine... Ich hab doch keine Angst. Naja, wie du meinst. Dann fällt das Fußballspielen heute wohl ins Wasser. Wir finden bestimmt irgendwas, was wir drin machen können. Mal überlegen. Hast du schon eine Idee? Nee. Du? Wir könnten doch trotzdem Fußball spielen. Einfach hier im Wohnzimmer. Oh nein. Weißt du noch, als wir es das letzte Mal gemacht haben? Mamas schöne Vase ist kaputt gegangen, die Onkel Bob ihr aus Mikronesien mitgebracht hat. Sie war ganz schön sauer. Oh, stimmt. Habe ich voll vergessen. Aber warte mal. Onkel Bob hat doch noch viel mehr von seinen spannenden Reisen mitgebracht. Oben auf dem Dachboden. Vielleicht finden wir dort was Lustiges. Das ist voll eine gute Idee. Na los, komm, wir gehen. Schon ein bisschen gruselig hier oben. Aber das macht es umso abenteuerlicher. Philipp, deine Mama macht einfach die besten Schokoladenchipkekse der Welt. Ja, gell? Jetzt mal sehen, wo Bobs Sachen sind. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe mitgenommen. Das Licht hat hier noch nie funktioniert. Ah, am besten du lässt die Tür offen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Licht. Charlie, ganz ruhig. Das ist doch keine Spinne. Das ist doch nur ein Spinnennetz. Alles gut. Ja, aber irgendwie, es fühlt sich immer noch so an, als hätte ich eine Spinne in meinem Gesicht hängen. Warte mal. Oh, die hat hier ganz klubschige Augen. Philipp, mach sie weg, bitte. Nein, das war nur Spaß. Das war nur Spaß, Charlie. Ah, witzig. Es ist echt gruselig hier. Mann, du weißt doch, wie sehr ich Angst vor Spinnen habe. Also, falls ich eine sehe, warne ich dich. Ich habe ja meine Taschenlampe. Schau mal, hier sind Onkel Bobs alte Sachen. Oh, das ist so abgefahren. Was ist das? Das ist auch etwas, was Onkel Bob von seinen Reisen mitgebracht hat, wo er Menschen von Jesus erzählt hat. Oh, du meinst den Jesus, von dem sie im Kindergottesdienst immer erzählen? Der dein Freund ist und den man nicht sehen kann? Ja, genau. Oh Mann, Jesus ist so cool. Er möchte der Freund von allen Menschen sein. Und deswegen geht Onkel Bob in verschiedene Länder, um ihn von Jesus zu erzählen, dass Jesus sie lieb hat und dass er mit ihm befreundet sein möchte. Oh, das ist so spannend. Aber was ist das jetzt eigentlich? Warte, Onkel Bob hat es mir mal gezeigt. Ich glaube, das sieht man so an. Und du bist dir ganz sicher, dass das so gehört? Ich glaube, das ist ein wenig unpraktisch. Vielleicht habe ich mich etwas vertan. Ja, komm, ich helfe dir wieder raus.
Das war richtig witzig. Oh, ich will unbedingt noch mehr Sachen anziehen. Oh ja. Oh, was ist das denn? Oh. Das ist so cool. Onkel Bob hat so witzige Sachen hier drin. Das ist einfach der Wahnsinn. Was sagst du? Oh, du siehst aus wie eine Banane. Wie witzig. Du siehst aber auch toll aus. Oh. Oh, schau mal. Und was ist das? Sieht irgendwie komisch aus. Was denkst du, was kann man damit machen? Ich weiß nicht. Vielleicht kann man da drauf drücken. Lass es uns mal ausprobieren. Okay, mach. Mensch, Philipp, oh Mann. Reiß dich doch mal zusammen. Ach, typisch Onkel Bob. Er bringt immer so witzige Dinge aus anderen Ländern mit. Das ist bestimmt eine Erfindung von seinem Freund, dem Professor Wirrwarr aus der Schweiz. Boah, wie cool. Schau mal, dieser Hut. Wow. Wow. Auch schau mal, hier ist sogar ein Bild von Onkel Bob, wo er den Hut auf hat. Zeig mal her. Wow. Oh Mann. Tut mir echt voll leid. Aber schau mal, da hinter dem Bild, in dem Rahmen, da ist ein Zettel. Boah, wie abgefahren. Zeig mal her. Steht da was? Oh ja. Hallo Baumeister. Nun trennen sich unsere Wege. Das tut mir leid. Ich schreibe dir dies zwar in großer Traurigkeit, doch hinterlasse ich dir diese letzte Botschaft auf Papier. Drum findest du meinen letzten Schatz für dich hier. Folge dem Rätsel, Startpunkt ist zu Haus. Reiße dafür Seite 15 unseres Buches heraus. Dann kannst du es lösen und findest es bald und kommst zu mir, wo es ist windig und kalt. Hab dich ganz arg gern, deine Feldmaus. Und dann sind da noch so viele Buchstaben und komische Zeichen. Baumeister, damit ist bestimmt dein Onkel Bob gemeint. Ja. Und er hat irgendeinen Brief von dieser Feldmaus bekommen. Und hinterlasse dir diese Botschaft. Vielleicht ist Feldmaus weggezogen oder so. Ja. Doch hinterlasse ich dir diese letzte Botschaft auf Papier. Drum findest du meinen letzten Schatz für dich hier. Ein Schatz, das ist unglaublich. Oh Mann, die Feldmaus hat einen Schatz hinterlassen für Onkel Bob. Oh, wie cool ist das denn? Und wir müssen nur noch dieses Rätsel lösen und dann finden wir ihn. Oh Philipp, wir müssen das unbedingt machen. Bitte. Oh Mann, ja, super Idee. Spitze, oh, das wird ein Abenteuer. Oh ja. Aber wo bekommen wir diese Seite 15 her? Aus irgendeinem Buch. Das einzige Buch, das ich hier finden kann, ist das hier. Sieht ein bisschen aus wie ein Tagebuch. Vielleicht steht da ein Zahlencode drin. Damit können wir dann die Buchstaben und Zahlen entziffern. Ja. Ah! Philipp, erschreck mich doch nicht so. Entschuldige, aber es ist auf einmal so dunkel hier. Ja, warte, ich gehe mal zur Tür. Ich sehe fast nichts. Vielleicht kann ich sie aufmachen. Oh, Philipp, es klemmt, die Tür geht nicht auf. Komm mal und hilf mir, bitte. Ja, warte, ich komme. Au, du bist mir auf den Fuß getreten. Oh, sorry. Okay, komm, wir versuchen es auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Oh. Oh, Mann. Hallo, Hilfe! Hallo, ist da jemand? Frau Meier! Mama, Mama, die Tür geht nicht auf. Hallo! Och Mann, das bringt doch nichts. Der Sturm ist viel zu laut und uns hört niemand. Oh Mann! Ah, Hilfe, Philipp! Mama, was ist denn? Da ist eine riesige Spinne. Mach sie doch weg. Du weißt doch, wie sehr ich Angst habe vor Spinnen. Oh Mann, ich mag es nicht, wenn es hier so gruselig ist. Ich bewege mich hier überhaupt nicht mehr weg. Wer weiß, wo sonst doch überall Spinnen auf mich lauern. Ah. Oh. Philipp, ich hab Angst. Oh Mann, ich auch. Und die Tür lässt sich nicht öffnen. Ach, hallo Mama, hörst du uns nicht? Oh Mann. Und wir sind hier ganz alleine. Warte mal. Das stimmt nicht ganz, Charlie. Hä? Wie meinst du das?
Also wenn du die gruselige, fette, haarige Spinne dort meinst, die zählt nicht. Nein, Charlie, die meine ich doch gar nicht. Ich meine meinen Freund Jesus. Er ist doch hier. Ah, du meinst den, von dem sie immer im Kindergottesdienst erzählen? Ja. Und den, den man nicht sehen kann? Genau. Weißt du, im letzten Kindergottesdienst hat Marina uns voll die coole Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass Jesus immer da ist und dass wir keine Angst haben müssen. Und dass Jesus uns helfen möchte, wenn wir Angst haben. Hilfe könnten wir jetzt echt gut gebrauchen. Oh ja. Ich habe nämlich echt Angst. Ah, komm, wir können doch mit ihm reden. Okay, mach du mal vor. Okay. Hi Jesus, ich bin's Philipp und Charlie ist auch da. Echt cool, dass du auch hier bist. Auch wenn es hier oben so gruselig ist. Kannst du uns bitte helfen? Wir haben echt ein bisschen Angst. Naja, also eigentlich ein bisschen viel. Danke, dass du da bist, Jesus. Amen. Meinst du, dein Freund Jesus macht jetzt was? Na klar, wir müssen einfach nur etwas warten. Mama sucht uns bestimmt schon, wenn wir nicht kommen. Aber ich weiß nicht, wie lange es dauert. Hauptsache, wir sind weit genug von der Spinne weg. Die ist echt gruselig. Ja, wir sind doch weit genug weg. Welche Geschichte habt ihr eigentlich im Kindergottesdienst gehört? War da auch dieser Jesus dabei? Ja, wenn du willst, kann ich sie dir erzählen. Oh ja. Oh Mann, Philipp, letztes Wochenende war einfach so spannend. Das war eine super Idee, dass wir auf den Dachboden gegangen sind. Auch wenn es am Ende ein bisschen gruselig war wegen dieser Spinne. Ja, du hast recht, Charlie. Aber voll cool, dass mein Freund Jesus dabei war und auf uns aufgepasst hat. Und voll gut, dass Mama da noch gekommen ist, um uns rauszuholen aus dem Dachboden. Oh ja. Oh, und dann gab es doch mehr von diesen selbstgemachten Keksen von deiner Mama. Oh, und da oben waren so viele coole Sachen von deinem Onkel Bob. Ja, so viele coole Gegenstände hat er mitgebracht. Aus verschiedenen Ländern und Kleidungsstücke. Oh ja. Oh, hast du den Brief dabei? Du weißt schon, den von der Feldmaus an deinen Onkel, wo es um den Schatz geht. Na klar. Ah, hier, in meiner Jackentasche. Hast du das Tagebuch? Ich meine, wir brauchen ja Seite 15, um den Code zu entziffern. Psst, rede nicht so laut. Ich weiß, wir wollen doch nicht, dass es die anderen mitbekommen. Sorry. Ich meine, sorry, aber ich meine, ein echter Schatz, das ist so spannend. Echt richtig cool. So, setz dich bitte auf eure Plätze. Guten Morgen, Klasse 4b. Guten Morgen, Frau Sonnenschein. So, dann holt bitte eure Sachen raus, damit wir sie korrigieren können. Psst, Max. Max. Was ist denn? Hast du deine Hausaufgabe etwa auch nicht gemacht? Max, du weißt doch, ich habe immer meine Hausaufgaben. Ich meine, hast du das eben mitbekommen? Die zwei Besserwisser, Charlie und Philipp, sie haben eine Schatzkarte gefunden. Eine Schatzkarte? Das ist voll unfair. Warum haben wir keine? Psst! Nicht so laut. Ich meine, wir können uns den Schatz schnappen. Und wie sollen wir das machen ohne Karte? Och, Max, versteh doch. Melissa, liest du bitte Nummer 2 vor? Aber natürlich, Frau Sonnenschein. Seite 12, Nummer 2. Die Wiese gehört zu den artreichsten Lebensräumen. Sie ist eine Grünfläche aus Gräsern, Blumen und Kräutern und steckt voller Leben. Gut, dann machen wir nach der Pause weiter. Oh, ja, mein Lieblingsfach kommt jetzt Pause. Ich wette mit dir, dass ich schneller bei der Schaukel bin als du. Ha, Wette gilt. Ja, endlich kann ich essen. Max, hast du nicht was vergessen? Wir müssen doch noch etwas machen. Aber Melissa, ich habe Hunger! Psst! Oder willst du, dass uns noch jemand hört? Bah, du hast mich angespuckt. Also, Philipp hat seine Jacke hier gelassen. Perfekt. Los geht's, Max. Die Jacke? Ah, ja. Max, du Schneckenhirn, was tust du da? Das ist meine Jacke. Das wusste ich. Also los. Also, hast du's? Ja, ja, zeig ich her, hab's. Zeig her. Schokolade. Max, du hol mir eine.
Wir wollten doch die Schatzkarte mit dem vielen Geld. Die wolltest du vielleicht. Ich wollte die Schokolade. Alles muss man selber machen. Hier. Das hier wollten wir. Nein, das wolltest du. Ich wollte meine Schokolade. Oh, egal, jetzt komm jetzt, bevor uns jemand sieht. Okay. So, jetzt haben wir die letzten paar Stunden nochmal wiederholt, wie man eine gute Geschichte schreibt. Und ihr dürft jetzt als Hausaufgabe eine Geschichte zum Thema letzter Sommer schreiben, okay? Holt eure Hausaufgabenhefte raus und schreibt es euch auf, ja? Und dann lege ich euch die Elternbriefe gerade hier vorne hin, okay? Gut. Ha! Freiheit! Ja, endlich kann ich mal was Lasagne essen! Tschüss, ihr beiden, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ey, jetzt zeig noch mal den Brief her. Ich meine, schließlich wollen wir den Schatz auch mal finden. Ja, warte. Moment, ich hab doch direkt hier. Oh, oh Mann, Charlie. Charlie, der Brief ist weg. Ich glaube, der Brief ist weg. Und mein Schokoriegel auch. Was? Das kann doch nicht sein. Warte mal, vielleicht ist der runtergefallen. Los, wir müssen alles absuchen. Oh Mann. Vielleicht hat ihn jemand gefunden und mitgenommen. Oh Mann, das war's dann wohl mit dem Schatz. Was machen wir denn jetzt? Ach, das tut mir echt leid. Ja, mir auch. Und auch vor allem mit deinem Schokoriegel. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Schlimmer ist, dass wir den Schatz nicht finden können. Aber warte mal. Letztes Mal im Kindergottesdienst hat Daniela uns davon erzählt, dass wir Jesus immer um Hilfe bitten können. Oh, du meinst egal wo, auch hier in der Schule? Ja, Jesus ist echt super. Er ist immer mit uns dabei. Oh, mega stark. Oh, ich glaube echt, dass er uns helfen kann. Ich meine, letztes Mal hat er uns auch geholfen. Er hat uns Mut und Geduld geschenkt, als wir dort oben auf dem Dachboden eingesperrt waren mit dieser gruseligen Spinne. Ja, ich glaube auch, dass er uns helfen kann. Philipp, darf ich vielleicht diesmal mit Jesus reden? Oh ja, er freut sich bestimmt. Okay. Hallo Jesus, ich bin's Charlie. Also eigentlich Charlotte, aber so nennen mich nur meine Eltern und meine Lehrer. Wir haben wieder ein Problem, weil Philipp und ich, wir wollen den Schatz von Onkel Bob finden. Aber jetzt haben wir den Brief verloren und ohne den Brief können wir nicht finden. Kannst du uns bitte helfen? Danke. Fertig. Amen. Oh Mann, wie cool. Weißt du, solange wie wir warten müssen, dass Jesus uns hilft, kannst du mir doch erzählen, was sie genau im Kindergottesdienst erzählt haben. Oh ja, das mache ich. Aber komm, wir gehen nach Hause. Meine Mama hat Spaghetti gekocht. Oh, yes. Also weißt du, im Kindergottesdienst hat Camila erzählt, dass Jesus... Mann, Max, wir sind echt genial. Natürlich sind wir genial. Aber warte, warum sind wir nochmal genial? Mensch, Max, kannst du nicht einmal mitdenken? Wie kann ich nur mit dir verwandt sein? Das ist der Zettel, den ich Philipp gestohlen habe. Erinnerst du dich? Natürlich erinnere ich mich noch. Ich bin doch nicht dumm. Okay. Und dieser Zettel, diese Schatzkarte, führt uns zu einem Schatz und mit ihm... zu viel Geld. Dann lass uns direkt anfangen zu suchen. Okay, Moment doch. Hallo, Baumeister. Bla, bla, bla. Uninteressant. Ah, hier. Drum findest du meinen letzten Schatz für dich hier. Folge dem Rätsel. Startpunkt ist zu Haus. Reiße dafür Seite 15 unseres Buches heraus. Bla, bla, ist auch uninteressant. Deine Feldmaus. Und dann noch lauter Zahlen. Und was hat die Feldmaus jetzt damit zu tun? Will die uns etwa den Schatz stehlen? Wir haben das Buch nicht. Und wie sollen wir dann den Schatz finden ohne das Buch? Ich weiß nicht. Moment.
Ich hab's. Wir müssen den Code nicht knacken. Und warum sollen wir den Code nicht knacken müssen? Na, wir lassen ihn einfach von Philipp und Charlie knacken. Hä? Aber wir haben doch den Zettel. Wie sollen die denn den Code knacken? Mensch, Max, wir nehmen diesen Zettel und stecken ihn morgen in der Schule einfach wieder in Philipps Tasche rein. Ja, genauso hätte ich das auch gemacht. Oh. Warte. Hey Charlie. Oh Mann, die Computer-AG war wieder der Hammer. Nächstes Mal musst du auch mitkommen. Hey, was ist denn los? Ist was passiert? Och, wir haben doch heute unsere Mathearbeit zurückbekommen. Und meine Eltern waren nicht so begeistert. Mann, ich habe in der blöden Mathearbeit eine 5 geschrieben. Oh Mann, das tut mir echt leid. Das nächste Mal helfe ich dir mit Lernen, wenn du möchtest. Danke, das ist echt lieb von dir, Philipp. Aber ich glaube, ich bin einfach ein hoffnungsloser Fall. Och, sag doch sowas nicht. Und weißt du, jetzt können wir nicht mal den Schatz suchen gehen, weil der Brief uns fehlt. Ja, dabei war ich mir ganz sicher, dass ich ihn in diese blöde Jackentasche getan habe. Charlie! Hä? Das kann doch nicht wahr sein. War der etwa die ganze Zeit in deiner Jackentasche drin? Nein, sicher nicht. Jemand muss ihn zurückgetan haben. Ha, oh, danke, Jesus. Hey, das bedeutet, wir können den Schatz weitersuchen. Oh, das ist ja super. Das ist mega stark. Warte, ich hol schnell das Tagebuch, okay? Oh ja. Nicht weglaufen. Wow, das war aber schnell. Ja, du weißt doch, ich bin die schnellste Sprinterin der Klasse. Okay, hier haben wir das Tagebuch. Jetzt müssen wir nur noch die Botschaft entschlüsseln. Ja, wir haben den Brief und damit auch den Code. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch finden, wo diese Feldmaus für Onkel Bob den Schatz hinterlassen haben. Warte mal, hier steht, folge dem Rätsel, Startpunkt ist zu Haus, reise dafür Seite 15 unseres Buches heraus. Schau mal, was... Warte mal. Hier ist Seite 15. Da. Ah, wow. Schau mal, da steht, welche Zahl für welchen Buchstabe. Zu welchen Buchstaben gehört. Das heißt, eine 1 ist zum Beispiel ein A und eine 2 ein B. Boah, das ist ja Wahnsinn. Da wäre ich ohne die Seite nie drauf gekommen. Jetzt müssen wir nur noch den Code entschlüsseln. Oh ja, warte, ich habe einen Kuli dabei. Abby, was willst du denn hier? Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Ich wollte doch nur schauen, was ihr macht. Oh, Abby, du nervst. Geh wieder rein. Du bist so gemein. Das sag ich Mama. Mama! Oh, kleine Schwestern können so nervig sein. Ha, fertig. Oh, echt? Du bist richtig schnell. Zeig mal her. Okay, zu Haus, eine Straße nach links, über die Kreuzung, neben dem großen Gebäude, klein und gemütlich, Bäume wurden dafür gefällt, klopfe an, du wirst es sehen. 1, 2, 3 von links, 1, 2, 3, 4 von unten. Was könnte mit dem Zuhause nur gemeint sein? Mal überlegen. Onkel Bob ist der Bruder von meiner Mama. Und sie sind zusammen in dem Haus aufgewachsen, wo wir leben. Das heißt, vielleicht ist damit Onkel Bobs früheres Zuhause gemeint, also unser Zuhause. Oh yes, das heißt, wir müssen nur zu dir nach Hause und dann den Anweisungen folgen, also über die Kreuzung und ein großes Gebäude finden. Über die Kreuzung und großes Gebäude. Das ist doch unsere Schule! Oh ja, lass uns losgehen, wir müssen einen Schatz finden. Oh ja. Das wird richtig cool. Ein Schatz? Ich will mitsuchen. Abby, das ist nichts für kleine Schwestern. Das könnte gefährlich sein. Na und? Ich hab keine Angst. Außerdem hat Mama gesagt, dass du mich mitnehmen sollst, weil du sonst Hausarrest bekommst und dann darf niemand mehr raus. Ach nö, Abby, du bist so eine doofe Petze. Ja, komm. Bevor wir gar nicht gehen können, nehmen wir sie halt mit. Oh, danke, Philipp. Siehst du? Philipp ist nett zu mir. Danke, danke, danke. Ja, komm, Abby. Lass uns gehen. Okay. Also, von wem ist denn der Franz? Ist der von einem Du weißt jetzt schon, dass wir sie mitgenommen haben. Vielleicht hört sie ja auf mit Quasseln, bis wir dort sind. Super, alles läuft nach Plan. Jetzt müssen wir ihnen nur noch folgen. Ja, dann folgen wir ihnen.
Hä? Warum sollten wir ihn folgen? Max, du Schleimbirne! Der Schatz! Der Schatz! Wann kapierst du es endlich? Stimmt, der Schatz, natürlich. Glaubst du, es sind auch Schokoriegel in dem Schatz, weil ich habe schon wieder richtig Hunger. Komm jetzt, sonst verlieren wir sie noch. Auf geht's, komm! Und wenn wir den Schatz dann gefunden haben, dann bekomme ich doch auch was davon, weil ich habe ja schließlich geholfen. Und dann bin ich reich. Dann kann ich mir endlich das Prinzessinnenpuppenhaus kaufen und die Babyborn, die Mama mir nicht kaufen will. Und ein bisschen spare ich natürlich, weil ich will... Abby, sei doch endlich mal ein paar Sekunden leise! Schau mal, jetzt sind wir am großen Gebäude. Stimmt. Aber jetzt steht hier klein und gemütlich. Boah, vielleicht der Kopierraum. Also ich glaube, hab ich dir nicht gesagt, du sollst leise sein? Boah, du bist so ein Klotz am Bein. Ich wünschte, du würdest mal einmal einen anderen nerven. Aber... Nein, es reicht! Philipp und ich gehen alleine. Du bleibst hier und wehe, du läufst uns hinterher. Weißt du nicht, dass das gerade etwas gemein war? Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Ich will den Schatz finden. Du doch auch, oder? Na gut, auf geht's. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, klein ist es schon, aber gemütlich. Oh, warte mal. Ich glaube, ich weiß, was Abby uns vorhin sagen wollte. Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Nein, nein, schau mal. Hier steht auch, es wurden Bäume dafür gefällt. Das heißt, es muss aus Holz sein. Oh, ja gut, dieser Kopierraum ist jetzt nicht wirklich aus Holz. Aber... Der Geräteschuppen! Hey. Was soll das? Lasst uns hier raus! Hey, das ist echt witzig, Mann! Hallo! Hallo! Seid ihr taub oder was? Lasst uns raus! Oh Mann, das bringt nichts, Charlie. Die einzigen Personen, die uns hören können, haben uns absichtlich eingesperrt. Und die werden uns nicht so schnell rauslassen. Hallo! Oh, heute ist echt so ein schlimmer Tag. Es ist wirklich der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben. Erst bekomme ich die 5 in Mathe, dann nervt Abby uns die ganze Zeit und jetzt werden wir auch noch hier in diesem Kopierraum eingesperrt. Schlimmer geht echt nicht mehr. Ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Weißt du noch, als du deinen Arm gebrochen hast? Ja. Na also, und heute geht es uns wenigstens gut. Das ist doch schon mal was. Ja, du hast recht. Hey, wie wär's, wenn wir singen? Spinnst du? Ich glaube, eingesperrt sein tut dir nicht gut. Warum sollten wir singen? Ich habe echt keine Lust, jetzt was zu singen. Na, weißt du, in meiner Bibel, das ist das Buch, wo so viele Geschichten von meinem Freund Jesus drinstehen und von anderen Menschen, da gibt es auch eine Geschichte von Silas und Paulus. Sie waren im Gefängnis eingesperrt und sie hatten große Angst, aber sie haben Gott gelobt und für ihn gesungen. Oh, erzähl weiter, was ist passiert? Letztes Mal im Kindergottesdienst hat Daniel uns davon erzählt, dass Silas und Paulus unterwegs waren und von Jesus erzählt haben. Und dafür uns jetzt gewählt. Wow, voll cool, wie Paulus und Silas singen konnten, obwohl sie im Gefängnis waren. Und ich meine, das ist ja viel schlimmer als die Situation, in der wir gerade sind. Oh ja, danke Jesus, dass es uns gut geht und dass wir nicht alleine sind. Philipp, wollen wir vielleicht doch singen? Oh ja, wir sind stolz auf Gott. Wir sind stolz auf Gott. Wir hören fest zu ihm. Wir sind stolz auf Gott. Wir sind stolz auf Gott. Wir gehören zu seinem Team. Wir sind stolz auf Gott. Leute, warum singt ihr in einem Kopierraum? Abby! Abby, wie gut, dass du uns gefunden hast. Ja, ich habe mir Sorgen gemacht, weil ihr so lange nicht mehr zurückgekommen seid. Außerdem wollte ich euch sagen, dass der Schatz im Geräteschuppen ist. Ja, ja, das wissen wir. Ach, wir hätten gleich auf dich hören sollen. Ja, es tut mir echt leid, dass ich vorhin so gemein zu dir war. Ich bin echt froh, dass du meine kleine Schwester bist. Echt? Ich bin auch froh, deine kleine Schwester zu sein. Tut mir leid, dass ich so genervt habe. Schon okay.
bleibt nur Max. Er wollte schon vor einer Stunde hier sein. Kann er nicht einmal pünktlich kommen? Letzte Woche sind Max und ich Philipp und Charlie gefolgt. Aber die zwei haben uns auf eine falsche Fährte gelockt. Im Geräteschuppen war nichts. Aber mich, Melissa von Rosenburg, mich trickst so leicht niemand aus. Wie kann ich's ihnen nur heimzahlen? Ich hab eine Idee. Ich hab's. So. Das könnte klappen. Los geht's. Nur geblieben ist. Hoffentlich geht's ihm gut. Naja, er wird schon anrufen. Oh nein, schon so spät. Schon wieder verschlafen. Das kann nicht. Gibt's Schlimmeres. Boah, ist so cool, dass wir heute so wenig Hausaufgaben aufbekommen haben. Jetzt bin ich schon fertig. Und es ist so ein schönes Wetter heute. Schade, dass Philipp nicht da ist, sonst könnten wir zusammen Fußball spielen gehen. Oh, aber ich könnte ja mal Emmy fragen, ob sie Lust hat, mit mir zu spielen. Ich gehe sie einfach fragen. Boah, die Post ist angekommen. Wow, vielleicht ist ja meine neue Flex-Ausgabe mit dabei. Außerdem nervt ihr und keiner will mit euch spielen. Das ist ja schrecklich! Was ist das denn für gemeines Geschmiere? Warum sollte jemand so etwas Gemeines tun? Niemand sollte so etwas tun. Aber warte mal. Diese Schrift, ich kenne die doch. Das war bestimmt Melissa. Oh, warum macht sie nur immer so etwas Gemeines? Warum kann sie uns nie in Ruhe lassen? Oh Mann. Und wenn Max nicht so stark wäre, dann hätte ich es schon längst gezeigt. Aber Max und Melissa sind immer zusammen unterwegs und Max beschützt sie. Aber ich habe es sowas von satt, von dieser eingebildeten Melissa und ihren Gehilfen herumgeschubst zu werden. Aber wenn ich sie nicht vermöbeln kann, dann werde ich es ihnen anders zeigen. Die werden sowas von bereuen, sich jemals mit mir und Philipp angelegt zu haben. Ich habe eine Idee. Ich könnte in der Schule ihre Schnürsenkel an die Stühle binden. Oder ich mache ein Loch in Melissas neue Regenjacke. Oder ich nehme ihre Hausaufgabenhefte und schneide sie in tausend kleine Stücke und dann bekommen sie eine 6. Oh. Oder ich mache das Trinkwasser von Melissa im Sportunterricht und mache da Salzwasser rein. Das ist eine richtig gute Idee. Oder ich klaue das Essen von den beiden.
Oder ich nehme Max' Lieblingscap und mach sie einfach dreckig. Oh, was für ein cooler Ausflug. Oh Mann, danke Gott, dass du die Welt so schön erschaffen hast. Mit so vielen Tieren und Pflanzen. Und danke Gott, dass es geklappt hat, dass ich mit meinen Eltern nach Australien fliegen konnte, um Onkel Bob zu besuchen. Ich bin echt gespannt, was wir alles geplant haben. Onkel Bob meinte, er möchte mit uns zum Great Barrier Reef. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, das wird richtig super. Aber jetzt, Jesus, muss ich erst einmal nach drin, weil ich glaube, Charlie wartet schon mit dem Videoanruf. Philipp! Hey, Charlie! Und erzähl, wie geht's dir in Australien? Hast du schon Kängurus gesehen oder Koalas? Oh, es ist super hier. Es ist viel wärmer wie in Deutschland, weil die Jahreszeiten sind hier ja genau andersherum. Aber ein Koala habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, sie sind in bestimmten Reservaten. Onkel Bob nimmt mich bestimmt mal mit zu einem Reservat. Oh, das wäre so cool. Oh, ich würde so gerne mitkommen. Hey, Charlie, ich muss dir unbedingt was erzählen. Was? Hast du einen Skorpion gesehen? Oder eine Riesenspinne? Oder vielleicht so ein lustiges Quokka? Quo was? Nein, warte kurz, Charlie. Das sieht aber alt aus. Was ist das denn für ein Bild? Das ist Onkel Bob, als er klein war. Ich habe es gestern in seinem Wohnzimmer gefunden und ihn direkt gefragt, wer denn noch alles so auf dem Bild drauf ist. Und jetzt rate mal, wer das neben Onkel Bob ist. Sag bloß, das ist... Es ist die Feldmaus, genau. Onkel Bob hat erzählt, sie waren damals beste Freunde. Er heißt eigentlich Frederik, aber Onkel Bob hat ihn immer Feldmaus genannt. Und Frederik hat Onkel Bob Baumeister genannt. Das heißt, wir wissen jetzt, wer... den Schatz versteckt hat. Ja, genau, Charlie. Aber es kommt noch besser. Ich habe Onkel Bob gefragt, wo Frederik denn jetzt ist. Und Onkel Bob hat erzählt, dass er vor langer Zeit nach Kanada gezogen ist, weil sein Vater Pastor war und als Missionar nach Kanada gegangen ist. Davor hat die Feldmaus, also Frederik, nur 2 Straßen entfernt von Onkel Bob gewohnt, im 2. Stock vom Gemeindehaus. Das heißt... Das heißt, Charlie... Wir haben letztes Mal vom falschen Startpunkt ausgesucht. Der richtige Startpunkt ist das Gemeindehaus, also Frederiks altes Zuhause und nicht Onkel Bobs altes Zuhause. Philipp, du bist genial. Das ist so cool. Das heißt, ich werde gleich heute noch oder morgen anfangen, den Schatz zu suchen. Oh, Charlie, du musst mir unbedingt erzählen, was drin war. Claro. Oh, aber Charlie, ich habe ganz vergessen. Wie geht's dir eigentlich in Deutschland? Naja, also... Ehrlich gesagt geht es mir nicht so gut. Ich habe vorhin einen richtig fiesen Brief von Melissa bekommen. Eigentlich war er für uns beide bestimmt, aber da du nicht da bist, habe nur ich einen bekommen. Oh, das tut mir echt leid, Charlie. Ja, Mann, Max und Melissa sind einfach die schlimmsten Kinder, die ich kenne. Ich glaube, es gibt niemand anderen, der so bösartig, hinterhältig und gemein ist. Ja, ich finde die beiden auch gemein. Aber Charlie, glaubst du nicht, dass du etwas übertreibst? Nein, ich bin es satt, ständig von den beiden herumgeschubst zu werden. Ich habe mir vorhin schon überlegt, wie ich es den beiden so richtig heimzahlen kann. Charlie, du machst mir Angst. Oh, bitte tu nichts Unüberlegtes. Ich bin stinkwütend. Ich bin auch wütend. Die beiden haben dich beleidigt und dir damit sehr wehgetan. Das geht gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass fiese Pläne etwas bringen, Charlie. Das regt dich doch nur noch mehr auf. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus das gut findet. Dein Jesus mag Melissa und Max bestimmt eh nicht so gemein, wie die sind. Nein, das stimmt nicht, Charlie. Jesus liebt alle Menschen. Auch Max und Melissa. Und außerdem bist du auch nicht ganz ohne Fehler, Charlie. Ja, ich weiß doch. Aber so schlimm wie Melissa und Max bin ich nicht. Und ich werde es auch nie sein. Im Kindergottesdienst hat Priscilla mal voll die coole Geschichte erzählt, warum Jesus sterben musste. Was? Jesus ist gestorben? Ja, Jesus ist gestorben. Für dich und für mich und auch für Max und Melissa. Für alle Menschen.
aber er ist auch wieder auferstanden. Aber warum? Weil er alle Menschen liebt. Was hat Priscilla denn noch so erzählt? Das war vor ein paar Wochen und sie hat gesagt, echt abgefahren, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, damit ich sein Freund sein kann. Aber eigentlich dachte ich immer, das betrifft mich alles gar nicht. Ich meine, ich dachte, so schlimme Dinge tue ich schon gar nicht, wie stehlen oder töten oder andere mobben, so wie manch andere Menschen das machen. Aber ich meine, heute habe ich echt fiese Dinge über Max und Melissa gedacht, als ich so wütend auf sie war. Auch wenn Max und Melissa richtig gemein manchmal zu uns sind, sind fiese Gedanken und fiese Pläne und Beschimpfungen nicht wirklich besser. Oh Mann, und letztens bei der Schatzsuche war ich auch richtig gemein zu Abby. Ich hab echt ihre Gefühle verletzt, das war echt nicht in Ordnung. Und eigentlich habe ich sie doch richtig lieb. Da sollte ich nicht immer so fies zu ihr sein, sie beschimpfen und wegschicken. Generell, so gemeine Dinge über andere Menschen zu denken, das gefällt Jesus überhaupt nicht. Schon cool, dass Jesus uns alle Fehler vergeben möchte, wenn wir ihn darum bitten. Ich glaube, ich muss darüber nochmal in Ruhe nachdenken. Jetzt suchen Philipp und ich den Schatz, den die Feldmaus für Onkel Bob versteckt hat, schon seit Wochen. Aber wir haben ihn einfach immer noch nicht gefunden. Das ist echt schwieriger als gedacht. Letztens, als ich mit Philipp telefoniert habe, hat er mir erzählt, dass Onkel Bob früher einen besten Freund hatte, der Frederik heißt. Und den hat Onkel Bob immer Feldmaus genannt. Aber vor langer Zeit ist Frederik dann mit seiner Familie nach Kanada gezogen, weil sein Vater dort Missionar werden sollte. Aber bevor er weggezogen ist, hat er Onkel Bob noch diesen Brief hinterlassen. In dem Brief schreibt er, dass er Onkel Bob seinen letzten Schatz versteckt. Damit Onkel Bob diesen Schatz finden kann, hat er ihm ein Rätsel geschrieben. Aber in einem Code, damit es nicht jeder finden kann. Und diesen Code haben sich Onkel Bob und Frederik zusammen ausgedacht und in einem Buch auf Seite 15 die Auflösung aufgeschrieben. Das Rätsel haben wir mittlerweile vor lange schon gelöst. Aber letztes Mal haben wir einfach am falschen Startpunkt angefangen zu suchen. Wir haben nämlich an Onkel Bobs altem Zuhause angefangen zu suchen. Philipp hat mir letztens auch erzählt, dass Frederik früher über dem Gemeindehaus gewohnt hat. Vielleicht muss ich einfach dort anfangen zu suchen. Oh ja, das ist es! Ich muss es gleich ausprobieren. Das Rätsel brauche ich noch. Oh Mann, es ist so cool, dass Philipp mich auch alleine diesen Schatz weitersuchen lässt, auch wenn er gerade in Australien seinen Onkel Bob besuchen geht. Philipp ist echt ein so cooler Freund. Melissa, die Charlie, die verlässt gerade ihr Haus da hinten. Na, worauf wartest du noch? Geh ihr nach! Aber ich muss ziemlich dringend aufs Klo. Max, jetzt, wo wir so kurz davor sind, den Schatz zu kriegen? Kannst du nicht hinterhergehen? Ich habe heute Morgen mindestens 3 Liter von Omas gutem Kava getrunken. Max, du weißt doch, dass ich Hausarrest gekriegt habe. Ich kann hier nicht raus. Du musst spionieren gehen. Ja, okay. Kurz schaffe ich's noch. Melissa? Was? Die Charlie, die ist gerade an der Baustelle da hinten stehen geblieben. Und, oh nein, sie dreht rum. Max, versteck dich schnell! Oder willst du, dass sie dich sieht? Ah nein, es ist zu spät. Hallo Charlie. Max, wieso begrüßt du sie?
Nicht mal spionieren kannst du! Mir reicht's. Du bist immer so gemein zu mir. Ich habe keine Lust mehr auf Spionage. Ich gehe jetzt nach Hause aufs Klo. Du kannst deinen blöden Schatz selber suchen. Mann. Max war gerade echt sauer. Dabei bin ich doch eigentlich froh, dass er Charlie verfolgt hat. Weil ich hier nicht weg kann. Und trotzdem war ich ein bisschen gemein zu ihm. Und eigentlich habe ich ihn ja auch lieb. Vielleicht sollte ich nächstes Mal ein bisschen besser zu ihm sein. Oh Jesus, du bist so cool. Hey, ich darf so viele coole Sachen mit dir erleben. Auch hier in Australien. Und mit Onkel Bob und meinen Eltern. Zum Beispiel heute. Im Fernsehen haben sie gesagt, das Wetter soll schlecht werden und es soll regnen. Und wir können nicht zum Strand gehen. Und dann haben wir gebetet für schönes Wetter und Sonne. Und du hast uns den ganzen Tag Sonne geschenkt. Und wir hatten so viel Spaß am Strand. Und dann ist Mama in diese riesen Scherbe getreten. Im Sand. Und es hat so sehr geblutet. Und ich hatte echt Angst um sie. Aber ich habe gebetet und dich um Hilfe gebeten. Und da war ein Arzt, ein Vater, der auch mit seiner Familie Urlaub gemacht hat. Und er hat Mama direkt geholfen und hat die Wunde versorgt, sie gereinigt und ihr einen Verband drum gemacht. Und jetzt geht es ihr schon wieder viel besser. Jesus, du bist echt so ein guter Freund. Ich bin so froh, dich zu haben. Oh, apropos guter Freund, Jesus. Charlie müsste mich gleich anrufen. Hey Charlie! Hallo! Und hast du wieder etwas Neues in Australien erlebt? Oh ja! Hey, ich kann's kaum erwarten, zurück nach Deutschland zu kommen und dir alles zu erzählen, was ich mit Onkel Bob, meinen Eltern und Jesus hier erlebt habe. Oh, da habe ich wohl noch etwas Gras von unserem Ausflug in den Haaren. Und wie war dein Tag, Charlie? Hast du den Schatz gefunden? Ja, nee, immer noch nicht. Ich weiß echt nicht, was ich diesmal falsch gemacht habe. Ich bin diesmal von Fredericks Zuhause gestartet und habe alle Anweisungen befolgt, wie sie im Rätsel stehen. Aber irgendwie war da am Ende nur eine riesige Baustelle. Aber natürlich. Onkel Bob hat mir heute Morgen erzählt, dass sein bester Freund Frederick und er mit seinen Vätern zusammen damals ein Baumhaus gebaut haben. Da wird der Schatz dann wohl versteckt sein, weil im Rätsel steht auch... Klein und gemütlich, Bäume wurden dafür gefällt. Ein Baumhaus ist klein und meistens auch aus Holz. Aber da war gar kein Baumhaus. Da war nur Beton und Dixie-Klos. Oder vielleicht wurde das Baumhaus ja auch, bäm, einfach abgerissen. Weißt du was? Ich frag Onkel Bob gleich. Warte, ich bin gleich zurück. Supidupi Neuigkeiten, Charlie. Ha. Onkel Bob hat gesagt, das Baumhaus wurde 2 Straßen weiter wieder aufgebaut. Es müsste jetzt in der Windenstraße stehen. Oh, ich bin so aufgeregt, ob der Schatz da wirklich drin ist. Oh, das ist ja stark. Oh, das heißt, ich muss einfach nur in der Windenstraße nachschauen. Mann, Philipp, ich kann den Schatz von Onkel Bob vielleicht bald finden. Oh ja, du musst mir unbedingt dann erzählen, was drin ist, okay? Claro. Oh, wir sind einfach ein super Team. Oh, das finde ich auch, Charlie. Du, Philipp, heute, als ich nach dem Schatz gesucht habe, da habe ich Max gesehen, wie er mit Melissa am Telefon diskutiert hat. Und danach sah er echt richtig traurig aus. Ach, ich finde es echt schade, dass Melissa Max so gemein behandelt. Ja, finde ich auch. Oh, ich bin echt froh, dass du mich nicht so behandelst. Du bist echt ein richtig guter Freund. Ich finde, du bist auch eine gute Freundin, Charlie. Aber weißt du, was mir da einfällt? Onkel Bob hat mir auch etwas gezeigt, das mit Freundschaft zu tun hat. Warte, ich hole es kurz. Oh, lass mich raten. Es ist bestimmt ein Freundschaftsbändchen. In diesem Koffer müsste es irgendwo sein, Charlie. Oh,
Oder vielleicht ist es ein Freundschaftsbuch? Oh, ich weiß es. Es ist bestimmt ein Bild von Frederik, seinem besten Freund. Nein, das ist es auch nicht. Warte, es müsste hier irgendwo sein. Ach, ich habe keine Ideen mehr. Was ist es denn bloß? Jetzt sag schon, Philipp, mach es nicht so spannend. Ah, hier ist es. Das ist, was ich gesucht habe. Hä? Was hat denn ein Kreuz mit Freundschaft zu tun? Es hat sich Onkel Bob gekauft, als er ein Freund von Jesus geworden ist, um sich immer wieder daran zu erinnern. Hä? Aber wieso denn ein Kreuz? Du hast mir doch erzählt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Also ich finde, das hat jetzt nicht so viel mit Freundschaft zu tun. Doch, Charlie, das hat sogar sehr viel mit Freundschaft zu tun. Weil Jesus ist gar nicht tot geblieben. Das Kreuz ist ein Symbol, also sowas wie ein Zeichen, das uns immer wieder daran erinnern kann, dass Jesus uns so sehr liebt, dass er sogar für uns gestorben ist, damit wir sein Freund sein können. Hä? Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jesus ist doch für unsere Fehler gestorben und damit er uns vergeben kann, oder? Genau, Jesus vergibt uns unsere Fehler, weil, weißt du, er ist ganz ohne Fehler. Aber wir Menschen, wir machen viele Fehler und das würde ja gar nicht zusammenpassen. Also ist Jesus für uns gestorben, damit wir seine Freunde sein können. Und er vergibt uns, wenn wir ihn darum bitten. Oh Mann, Jesus muss uns Menschen echt richtig doll lieb haben. Du, Philipp, du bist doch ein Freund von Jesus, oder? Ja, das stimmt. Er ist der beste Freund, den man haben kann. Also, ich verstehe ja, dass Jesus uns so sehr lieb hat, sodass er sogar für uns am Kreuz gestorben ist. Aber wieso denkst du eigentlich, dass Jesus sonst noch der beste Freund überhaupt ist? Mal überlegen. Na, weißt du, Jesus ist überall mit mir dabei. Ich bin nie alleine. Egal wo ich bin, in Australien, in der Computer AG oder in Deutschland. Oh, das ist echt stark. Und weißt du, ich weiß auch, dass Jesus mich unendlich liebt. Selbst wenn ich mal etwas verbockt habe, weiß ich, dass Jesus mich trotzdem noch genauso sehr liebt wie davor. Weil Jesus vergibt mir meine Schuld. Dafür steht ja auch das Kreuz. Jesus klingt echt unglaublich geduldig. Oh ja, das ist er. Und er hilft mir auch immer, wenn ich ihn darum bitte. Oder tröstet mich, wenn ich mich alleine fühle oder ich Angst habe. Oh, du meinst, so wie da, als wir bei dir auf dem Dachboden eingesperrt waren? Oder als der Brief mit dem Rätsel zum Schatz plötzlich weg war? Genau. Und ich könnte dir noch so viele Geschichten davon erzählen, wo Jesus mir geholfen hat. Das klingt echt so unglaublich cool. Corinna hat neulich im Kindergottesdienst erzählt, wie man ein Freund von Jesus werden kann. Echt? Oh, erzähl mal. Ja, also, weißt du, dieser Jesus ist echt so cool. Ich meine, er hilft mir und Philipp schon die ganze Zeit und er ist einfach immer da. Und wenn ich mit ihm rede, hört er zu. Aber darf ich überhaupt ein Freund von Jesus sein? Ich meine, ich habe bestimmt schon voll viele Sachen gemacht, die Jesus nicht so gut findet. Zum Beispiel habe ich letztens Max und Melissa voll beleidigt. Und während der Schatzsuche war ich voll gemein zu Abby und war echt nicht so liebevoll zu ihr, wie eine große Schwester eigentlich sein sollte. Aber Philipp hat letztens gesagt, dass Jesus alle Menschen lieb hat und mit allen Menschen befreundet sein möchte, auch wenn sie nicht immer das Richtige tun. Und letztens, als ich mit Philipp telefoniert habe, hat er erzählt, dass Jesus uns alle Fehler vergeben kann und auch will. Und dafür ist er sogar am Kreuz gestorben und wieder aufgestanden. Auferstanden. Hallo Jesus, ich bin's Charlie. Kannst du dich an mich erinnern? Ich bin die beste Freundin von deinem Freund Philipp. Philipp hat mir erzählt, dass du auch gerne ein Freund von mir sein möchtest. Aber
Ich weiß, dass ich voll viele Sachen gemacht habe, die du bestimmt nicht gut findest und die dich voll traurig machen. Das tut mir leid. Kannst du mir verzeihen? Und noch was. Du bist doch schon ein Freund von Philipp. Und wir haben zusammen so viele coole Sachen erlebt. Und ich würde auch voll gerne dein Freund sein. Okay, das war's. Fertig. Amen. Oh, so cool. Jetzt bin ich auch ein Freund von Jesus. Oh, ich muss es unbedingt direkt Philipp erzählen. Und am besten auch Mama und Papa und Abby und vielleicht auch Oma und Opa. Also gut, das muss es sein. Das alte Baumhaus in der Windenstraße. Hier muss der Schatz sein. Wie gut, dass Max Philipp und Charlie belauscht hat, als sie telefoniert haben. Aber er ist immer noch böse auf mich, weil ich ihn angemotzt habe. Aber mein Hausarrest ist ja vorbei, dann kann ich es eben alleine machen. Also los, bevor Charlie kommt. Endlich ist es soweit. Hier ist alles klein, gemütlich und alles ist aus Holz, so wie es im Rätsel stand. Aber der Schatz wird ja nicht irgendwo rumstehen. Oh Mensch. Aber was stand am Ende des Rätsels? Ah, irgendwas mit Klopfen. Ich muss bestimmt die Wände abklopfen. Jetzt die OP für Oma bezahlen. Wollte doch nur helfen. Oh, Charlie, ich freue mich ja so, dass du jetzt auch ein Freund von Jesus bist. Oh ja, es ist so cool. Aber Jesus ist einfach der Hammer. Ja, aber erzähl, hast du den Schatz gefunden? Ja, Philipp, ich habe den Schatz endlich gefunden. Warte mal, ich habe ihn sogar gleich hier. So, hier. Das ist so spannend. Mach schon auf. Was ist drin? Ja, Moment kurz, warte. Oh, wow. So cool. Charlie, ich sehe nichts. Du musst es etwas näher an die Kamera halten. Oh ja, entschuldige, natürlich. Oh, lauter alte Sachen. Ja, warte mal. Da ist sogar ein Brief drin. Der ist bestimmt von Frederik an Onkel Bob. Na, was steht drin? Lies schon vor. Lieber Baumeister, gefunden hast du meinen Schatz für dich. Ich werde dich vermissen ganz fürchterlich. Drum lasse ich dir meinen größten Schätze in Deutschland da. Damit du dich ewig an unsere Freundschaft erinnerst, die war. Das tollste Buch auf Erden, die Bibel klein und toll. Jesus wird immer noch da sein, wenn ich dich verlassen soll. Oh, da ist eine kleine alte Bibel. Das hat er bestimmt damit gemeint. Oh, stark und praktisch. Die kann man überall hin mitnehmen. Steht noch was in dem Brief? Mein liebstes Spielzeugauto kriegst du auch, denn ich glaube nicht, dass ich sowas in Kanada brauche. Hier, ich glaube, das hat er gemeint. Das ist es. Oh, es funktioniert sogar noch. Oh, upsie. Lest dann mal weiter vor. Zuletzt meine Münzensammlung.
denn du bist alles wert, jeden Cent, den ich habe für dich entbehrt. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Solange mit Jesus sollen wir gehen. Ich hab dich ganz arg gern, deine Feldmaus. PS, zur Stärkung hätte ich beinahe vergessen, Schoki ist für dich da zum Essen. Ah, das ist der Schokoriegel. Boah, ob der noch schmeckt? Sieht ziemlich alt aus. Naja, wenn ich später mal Hunger kriege, probiere ich ihn vielleicht. Aber da stand noch irgendwas von einer Müllsammlung. Vielleicht ist das hier in dieser Socke drinne. Oh wow, was für ein toller Freund der Frederik. Ich tue Onkel Bob später direkt davon erzählen. Oh ja, auf jeden Fall. Philipp, weißt du was? Heute ist etwas echt Komisches passiert. Vorhin, als ich auf dem Weg zum Baumhaus war, war Melissa da. Aber ich wollte mich nicht streiten, deswegen habe ich mich versteckt. Und Melissa hat den Schatz einfach vor mir gefunden, Philipp. Sie muss uns belauscht haben. Melissa hat den Schatz zuerst gefunden? Naja, wir wussten ja, dass Max und Melissa auch hinter dem Schatz her sind. Weil sie immer zufällig auch da waren, wenn wir auf Schatzsuche waren. Aber wenn Melissa den Schatz zuerst gefunden hat, warum hast du den jetzt dann? Das ist ja das Komische. Ich wollte gerade aus meinem Versteck wieder rausgehen und Melissa sagen, dass der Schatz nicht ihr gehört und dass sie ihn zurückgeben soll. Aber dann hat sie angefangen zu weinen und irgendwas gesagt wie: Wer soll jetzt die OP von meiner Oma bezahlen? Oder sowas in der Art. Und dann hat sie den Schatz einfach liegen gelassen und ist weinend weggerannt. Oh, sie sah echt traurig aus. Oh nein, ich habe Melissa noch nie weinen gesehen. Aber das heißt, sie war die ganze Zeit nur hinter dem Schatz her, weil sie die Operation von ihrer Oma bezahlen wollte. Ich glaube, ihre Oma ist schon lange krank und die Operation ist sehr teuer. Wir sollten Melissa helfen. Melissa helfen? Warum das denn? Melissa war immer so gemein zu uns, das kann ich doch nicht einfach vergessen. Weißt du, ich glaube, Jesus würde sich freuen, wenn wir Melissa helfen und ihr verzeihen. Das ist echt schwierig. Weißt du, Max und Melissa haben mich schon im Kindergarten geärgert und haben meine Bilder immer mit schwarzen Stiften beschmiert. Ja, meine doch auch. Onkel Bob hat mir gestern eine Geschichte erzählt von seinem alten Klassenkameraden. Ich glaube, Jonas hieß er. Und er hat gesagt: Als ich ungefähr so alt war wie du, da gab es einen Jungen in meiner Klasse, sein Name war Jonas. Er hat meinen Freund Frederik und mich so furchtbar geärgert. Als er an mir vorbeilief, hat er mich geschuckt. Er hat ab und zu Frederiks Pausenbrot geklaut und gegessen. Und einmal hat er mir sogar ins Gesicht gespuckt. Immer wenn er uns gesehen hat, war er gemein zu uns. Ich konnte ihn einfach überhaupt nicht leiden. Und eines Tages, Fred und ich waren wieder in der Jungschar, da tauchte dort auf einmal dieser Jonas auf. Ich wusste nicht, wie er von der Jungschar erfahren hatte, aber ich war stinkwütend. Die Jungschar war der einzige Ort, an dem ich mich wirklich wohlgefühlt hatte. Da gab es keinen Jonas, der mich immer geärgert hat. Und jetzt taucht der gerade da auf. Am liebsten hätte ich den Leitern und den anderen Kindern direkt erzählt, wie gemein dieser Jonas in der Schule zu mir ist, damit sie ihn sofort nach Hause schicken. Aber ich wusste ja, dass Jesus auch Jonas liebt und deswegen habe ich nichts gemacht. Jedes Mal hatte ich in der Jungschar Angst, dass er auch dort gemein wird zu mir. Aber dort hat er uns nie geärgert. Wir gingen uns sogar aus dem Weg. In der Schule war er trotzdem gemein zu uns. Doch eines Tages passiert etwas völlig Unerwartetes. Während der Jungschar kam Jonas direkt auf Frederik und mich zu und wir bekamen schon Angst, weil wir dachten, dass er jetzt vielleicht doch noch gemein wird. Aber dann passierte etwas ganz anderes. Er streckte seine Hand aus und sagte: Es tut mir leid. Könnt ihr mir verzeihen? Es tut ihm leid? Jonas tut es leid? Ich konnte meinen eigenen Ohren nicht mehr trauen. An diesem Tag hatte Jonas beschlossen, ein Freund von Jesus zu werden. Und er hat eingesehen, dass er sich mir und Freddy gegenüber total ungerecht verhalten hat. Und dann hat er zuerst Jesus und danach uns um Verzeihung gebeten. Zuerst konnte ich ihm fast nicht verzeihen,
Jonas war einfach so gemein zu uns. Aber dann habe ich gebetet und Jesus gefragt, ob er mir hilft. Mit Jesus zusammen konnte ich ihm schließlich auch verzeihen. An dem Tag hat Raffi in Kigo erzählt, wie sehr Gott sich wünscht, dass wir anderen verzeihen. Und das habe ich dann auch gemerkt, weil es ging mir danach so viel besser. Oh Mann, Melissa tut mir schon ein bisschen leid. Sie wollte ja nur ihrer Oma helfen. Schließlich braucht sie das Geld, um die OP bezahlen zu können. Mama hat gesagt, dass das Geld heutzutage bestimmt richtig viel wert ist. Das ist echt keine leichte Entscheidung. Okay. Hallo Jesus, ich bin's, Charlie. Du bist echt so ein cooler Freund und ich bin so froh, dass wir jetzt endlich befreundet sein können. Danke. Jesus, ich brauche mal wieder deine Hilfe. Die Melissa war so oft gemein zu mir, aber ich weiß, dass du sie auch liebst. Bitte hilf mir, ihr zu verzeihen. Ich will ihr gerne helfen. Danke. Amen. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen kann. Ich hätte echt nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber Jesus hilft mir, dass ich solche gemeine Sachen verzeihen kann. Melissa, ich verzeihe dir. Ich weiß, dass wir uns nicht immer gut verstanden haben. Ich verzeihe dir, dass du so oft gemein zu Philipp und mir warst. In der Schachtel ist ein Socke drin. Das war ein Onkel Bobs Schatz. In den Socken sind viele alte Münzen, die heute viel wert sind. Wenn du deine Mama oder Papa fragst, können sie das bestimmt benutzen, um für die OP von deiner kranken Oma zu bezahlen. Ich hoffe, das klappt. Charlie. Charlie schickt mir einen Brief. Schenk mir auch noch diese Münzsammlung. Wow, das ist unerwartet. Sie verzeiht mir und schenkt mir auch noch das ganze Geld, obwohl ich so oft gemein zu ihr war. Ich sollte mich bei ihr bedanken. Am besten mache ich das gleich. Dann kann ich auch gleich noch zu Max nach Hause. Und mich entschuldigen, dass ich so fies zu ihm war. Hallo? Ah ja. Oh! Da hat der Osterhase sich aber in der Tür geirrt. Aber Ostern war doch schon. Mal schauen. Für Max. Das ist ja für mich. Tut mir leid, dass ich so fies war. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Melissa. Dann ist das ganze Zeug hier ja von Melissa. So viel Schokolade. Natürlich kann ich dir verzeihen, Melissa.